Hi, guten Morgen, Jörn. Ersten Tag geschafft. Erzähl mal, was sind deine Reaktionen? Luca hat am ersten Tag das gemacht, was er machen konnte, hat zu jedem Zeitpunkt die Ruhe bewahrt, was in dem Umfeld alles andere als normal ist. Auch in Situationen, die ihm definitiv nicht so gelegen haben. Er hat natürlich auch einige Rookie-Mistakes gemacht, also Anfängerfehler, aber das gehört dazu, denke ich. Alles in allem war der erste Tag wirklich, wirklich gut und zufriedenstellend. Luca hat ja ein Top 10 Platzierung geschafft. Das ist ja Hammer. Wie fühlt er sich danach? Ja, dass er in den dritten Event ein gutes Ergebnis einfährt, das war schon so geplant. Uns war auch bewusst, dass wir Top 10 gehen können. Er hat am Anfang so einen kleinen Anfängerfehler gemacht oder in dem ganzen Event, weil er nicht Vollgas gegeben hat von Anfang an. Es ist völlig klar, dass hinten raus die Luft ausgeht. Er hätte mit Sicherheit noch eine Sekunde rausholen können. Es war dann so ein bisschen ärgerlich, dass er das nicht getan hat, weil er in einem schnelleren Heat mit Sicherheit auch noch ein bisschen was hätte rausholen können, aber alles in allem ist das natürlich für den ersten Tag und den ersten Auftritt bei den Games einen Heatwin einzufahren, das ist ein Riesending. Insofern war das wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Erlebnis. Das Ziel jetzt für den zweiten Tag, kommt es noch ein Top 10 Platzierung, und worauf freut ihr euch sozusagen? Ja, jetzt heute haben wir erstmal einen Recovery-Tag und haben schon so ein bisschen gestretched, ein kleines EMOM gemacht, so damit wir jetzt nicht aus dem Tritt kommen. Dann war Eisbad angesagt und Physiobehandlung. Jetzt ist nur noch so ein bisschen chillen und ein, zwei Sponsoren treffen. Die beiden hatten gerade einen Podcast mit Savan Matossian. Für den Rest des Tages ist jetzt nur chillen angesagt. Morgen ist ja zuerst das Workout mit Ski-Erg, Sandbag Carry und so weiter. Mal gucken, das wird so ein bisschen gamblen. Wie er da rauskommt, dann ist bis jetzt nur bekannt, dass danach noch dieser Handstand Obstacle Course kommt. Auch da müssen wir sehen, was so geht. Event 5 und 6 wird hoffentlich kurz und knackig und sehr, sehr CrossFit-lastig. Wir hoffen auf schwere Dumbbells. Mal schauen, was da passiert. Und das Ziel ist auf alle Fälle jetzt erstmal in die Top 30 zu kommen, beziehungsweise da zu bleiben. In der Hoffnung darauf, dann das Laufen und Toast-to-Bar-Workout zu machen. Und dann sehen wir mal weiter. Mal schauen, wie es aussieht, wenn die Workouts dann fertig announced werden. Jetzt ist erstmal voller Fokus auf Ski-Erg und Sandbag Carry. Und damit wir in Event 5 nochmal ordentlich abliefern können. Das sind alles Dinge, die ihm eigentlich liegen. Deswegen wollen wir mal schauen, was da so geht. Insofern die Daumen drücken, weiter supporten, folgt uns auf Insta. Ich versuche so viel zu posten wie möglich. Und vielen, vielen Dank für alles, was bisher passiert ist. Lasst es euch gut gehen. Ich melde mich bald wieder. Hi, liebe Leute, Richard Long hier. Heute nicht aus Madison oder Hamburg, sondern aus CrossFit Sickla hier in Schweden. Ich wollte nur ein bisschen berichten wegen dieser Covid-Situation, was passiert ist mit den Athleten. Wie gesagt, wir haben drei Athleten, die jetzt ausgefallen sind. Erstmal, das sind die Carey Pearce, das ist Shadburn und wir haben auch Dan Bailey. Es gab gestern einen Bericht von Danielle Brandon, weil die trainiert zusammen mit Carey Pearce und Bethany Shadburn. Die sind in der gleichen Trainingsgruppe aus Vegas und die sind zusammen natürlich zu Madison gekommen, haben da zusammen gewohnt. Die haben auch zusammen das Testing gemacht. Erstmal, was passiert ist, dass die sind zu dem Madison gekommen und die Bethany Shadburn hat direkt am, ich glaube, es war Montag, gesagt, dass ihr geht's nicht so gut. Sie hat vermutet, dass es vielleicht was anders war mit ihrem Körper. Und dann, sie haben vorsichtshalber natürlich versucht, ein bisschen Abstand zu halten und so weiter. Aber die haben nicht so ernst genommen, dass es halt passieren könnte. Sie sind dann zum Testing gefahren. Ich glaube, das war Montag oder Dienstag. Und da kam das Ergebnis, dass sie auch positiv war. Sind wir natürlich davon
sehr hart getroffen. Aber ihr ging es auch nicht gut. Sie konnte nicht so gut leisten. Sie hat nämlich auch mehrere Tage Pause gemacht, weil ihr nicht so gut ging. Und dann davor oder danach, Tag danach, hat Carrie Pierce sich auch ein bisschen schlecht gefühlt. Sie war dann auch isoliert. Danielle Brandon, die auch in dem gleichen Auto saß wie Bethany Shadburn beim Testing, sie war auch isoliert in ihrem Zimmer. Und die haben dann den nächsten Tag wieder einen Test gemacht. Und Carrie Pierce hat schon am Vormittag oder morgen gefühlt, dass irgendwas stimmt nicht. Und sie hat dann positiv getestet. Danielle Brandon allerdings, sie war dann immer noch negativ und konnte dann in den Games teilnehmen. Sie ist zu einem Event gekommen, aber unter sehr besondere Maßnahmen, was die genommen haben, war, die haben eine Ärztin, die Kathy, die Daniel die ganze Zeit betreut und sie muss immer Abstand haben, sie muss Maske haben. Und dann bei den Events jetzt, bei dem ersten war das ja Schwimmen und Kajaken, alles draußen. Dann war das auch das zweite Event mit dem Pig. Da haben die quasi einen eigenen Teil für sie gebaut. Und dann kam es zu dem Event 3, was 55 Meter laufen war. Und hier war eine coole Geschichte, weil Dave Castro hat erstmal gesagt, Daniel lässt sich so aus, du musst wahrscheinlich alleine laufen. Und wer irgendwas von Laufen kennt, ist 400 Meter oder 500 Meter alleine zu laufen, nicht so einfach, wenn man nicht ein super guter Läufer ist. Und auch wenn man ein super guter Läufer ist, dann ist es trotzdem schwierig, ein gutes Tempo zu finden, wenn man niemand daneben hat. Es kam zu einem Event 3, die Athleten haben sich da gesammelt und dann kam ein von den Leuten da aus dem Cross-Staff und hat gesagt, hey, Daniel, möchtest du mit ein paar anderen mitlaufen? Da meinte ich, ja, das wäre super. Und dann hat er gesagt, okay, ich versuche irgendwas zu organisieren. Er hat sich umgedreht an die anderen Athleten, weil Bethany musste immer halt zeitlich sein und die hat zu den anderen Athleten dann gesprochen und gefragt, gibt es jemanden, der geimpft ist und jetzt mitmachen möchte mit Bethany, mit Danielle, dann könnt ihr gerne mitmachen. Dann hat sofort Sam Briggs aus Großbritannien gesagt, ich bin dabei und direkt danach kam auch Laura Horvath, Thüri Helga Dottir und wer noch dabei war. Aber die haben sich direkt einfach gesagt, hey, wir sind dabei. Sie wissen auch, dass Daniela eine gute Läuferin ist. Das heißt, sie würde den auch einen besseren Zug bringen. Und weil die auch draußen waren und das ein sehr kurzes Event war, haben die wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen. Aber es war natürlich eine berührende Geschichte von Danielle Brandon. Und wir schauen, wie es hier für sie weitergeht. Und hoffentlich bleibt sie jetzt gesund die nächsten Tage. Okay, das war ein bisschen so Hintergrundstories. Dann viel Erfolg und viel Spaß beim Gucken die nächsten Tage.